Ralf Rangnick zu Besuch beim Kicker. Gut gelaunt, aus gutem Grund. RB Leipzig beeindruckt die Liga. Die Konkurrenz reibt sich verwundert die Augen. Der Sportdirektor sieht dennoch Verbesserungspotenzial. Wir können uns natürlich in unserem Spiel immer noch weiter verbessern. Und auch wenn wir da schon in vielen Spielen ein hohes Niveau erreicht haben, gibt es bei dem, was wir als ideales, als perfektes Spiel ansehen, immer noch Luft nach oben. In jedem Spiel gab es zumindest mal Phasen, wo wir Dinge nicht ganz so optimal hinbekommen haben. Ralf Rangnick, Perfektionist, Pedant. Für ihn befindet sich RB weiterhin in einem Lernprozess. Wir haben die jüngste Mannschaft der Bundesliga, gleichzeitig auch die Bundesliga-unerfahrenste Mannschaft. Das heißt, für uns ist jedes Spiel was Besonderes, egal gegen wen. Spielen wir eigentlich zum ersten Mal gegen diesen Gegner. Und deswegen sehe ich jetzt keinen Grund, warum wir da irgendwo plötzlich was anderes machen sollten, als das, was wir bisher gemacht haben. Der aktuelle Tabellenplatz für die Leipziger kein Grund, schon von der Champions League zu träumen oder gar von der Meisterschaft. Im Moment spielen wir offensichtlich so, weil wir ja in der Tabelle da stehen, wo wir stehen. Aber wir haben gerade mal ein bisschen mehr als ein Drittel der Spiele gespielt. Und um es zu übertragen auf das Bild der Formel 1, also wir haben noch nicht mal die Hälfte des Rennens absolviert. Und da werden solche Plätze noch nicht vergeben. Deswegen tun wir gut daran, uns weiterhin jeweils mit dem nächsten Gegner zu beschäftigen. Das tun wir auch. Und was dann irgendwann Mitte Mai ist, werden wir sehen. Wir können alle zusammen nicht in die Glaskugel schauen. Leipzigs Erfolg ist das Produkt eines klaren Plans. Eines klaren Plans von Ralf Rangnick. Die Euphorie will er gar nicht bremsen. Ich sehe auch überhaupt keinen Grund, warum irgendetwas unangenehm sein sollte an der jetzigen Situation. Es ist immer schön, wenn du Spiele gewinnst. Wir haben jetzt 7 in Serie gewonnen. Das ist eine unglaubliche Zahl. Und mit jedem dieser Erfolge wächst natürlich auch das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und Möglichkeiten. Und selbst wenn wir mal jetzt irgendwann zwischendrin ein Spiel verlieren sollten, hoffentlich noch lange nicht, aber wenn doch, dann würden wir das auch wieder als Chance dazuzulernen interpretieren und versuchen eben daraus auch wieder die richtigen Schlüsse zu ziehen. In allen statistischen Werten gehört die junge Mannschaft zur Bundesligaspitze. Unbekümmert, intelligent, nachhaltig. Die Jungs kennen sich jetzt natürlich schon ein paar Tage, sind eingespielt, vor allem auch was unsere Vorstellung von Fußball angeht, wissen sie sehr genau, was sie leisten müssen. Die Erfolgsgeschichte RB Leipzig, es deutet wenig auf ein Ende hin.